Nachholspiel des 25. Spieltages. Die Hamburg Towers in Weiß empfangen den MBC. Die Weißenfelser 11 Tage Pause gehabt. Hamburg zuletzt mit einer herzbrechenden Niederlage vor 12.000 Zuschauern in der Barclays Arena gegen die Bayern nach Verlängerung. Hamburg kommt besser in die Partie, führt schnell mit 11:4 und dann immer wieder die Abschlüsse unter den Korb. Oleg Djewa, der im Spiel gegen München nur 2 Punkte erzielte, wurde immer wieder gesucht, hatte schon zur Halbzeit 16 Zähler für die Hamburger, die von außen gut trafen, weil Hughes zurückgekehrt. Hinrichs setzte aus als überzähliger Ausländer. Sehr stark traf, 9 Punkte durch 3 Dreier von ihm. Und die Hamburger hielten die Trefferquote hoch. Auch der hier geht rein. Djewa baut die Führung aus. Der MBC ab und zu mal gefährlich hier. Gut den Rebound hinterher gegangen. Und dann geht es schnell auf der anderen Seite. Djewa von oben. Hamburg mit der zweistelligen Führung, aber dann endlich auch mal ein Dreier. Das passierte selten in der ersten Halbzeit. Nur 2-mal von außen erfolgreich der MBC. 10 Punkte die Führung zu diesem Zeitpunkt, aber in diesen 10 sieht man immer wieder leichte Punkte für die Hamburger, die frei zum Korb ziehen können. Hier auch den Abschluss über Wohlfahrt Bottermann, gerade die Big Man. Wobo mit einer starken Partie, 12 Punkte und 5 Rebounds. Sie kamen immer wieder viel zu leicht zum Abschluss. Zur Pause 60:33, rein in den zweiten Durchgang, in dem der MBC versuchte, etwas physischer zu spielen und wenigstens mal etwas von außen treffen konnte. Hier der Dreier von Callison, dann der Versuch, hier aber stellvertretend für das, was darauf passierte. Man war einfach nicht wach, trotz der 11 Tage Vorbereitung für das Team von Predrag Krunic. Hamburg immer wieder mit leichten Punkten. King, der am Ende auch auf 13 Zähler kam, und dann fallen auch diese Bälle rein. Mittlerweile 34 Punkte die Führung. Ergebnis Kosmetik. Der ganz weite Dreier von Dunn ist drin. Beim MBC am Ende Callison mit 16 und Stove mit 15 Punkten. Bryant machte eine gute Partie mit seinem Dreier kurz vor Ende des dritten Viertels. Da sieht man es aber schon. 30 Punkte Rückstand. Bryant mit 10 Punkten und 8 Rebounds. Gut dabei. Dann hier mal ein schöner Move von Edwards. Aber das sind alles kleine Momentaufnahmen. Hamburg gewinnt am Ende extrem deutlich, weil auch bei den Hamburgern weiterhin von außen vieles geht und sie immer wieder hier wie von Hughes die Abschlüsse bekommen. Hughes, nachdem er wieder dabei war, mit 18 Zählern zweitbester Hamburger Scorer. Der beste war Djewa, der hier zwar nicht trifft, aber 24 Punkte verbuchte. So gibt es ein 107:76 für die Towers gegen den MBC. Enttäuschender Abend für Weißenfeld. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.